Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Jo, wir sind wieder da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei dieser kleinen Gruppe von Gegnern. Ich ziehe mal meinen Trupp etwas weiter zurück, bevor ich sie entschleiche. So. Mach kurz Pause, dass ich alle ordentlich buffen kann. So, du machst doch den Schutz auf die Gruppe. Und dann legen wir gleich los, indem wir uns um den Grenzläufer kümmern. Autsch, das hat ziemlich stark wehgetan. Du kümmerst dich mal um den da. Du holst dir den da. Du heilst sie. Und sie okay, er ist schwer verletzt. Das ist nicht so gut. Das heißt, du heilst dich mal selber. Oder am besten heilst du dich gleich mit. Gut. Ein Raureifstachel für dich. Du hau den um, du hilf ihm dabei. Das klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das Problem ist, die beiden sind halt schon ziemlich angeschlagen. Mit 4 Wunden und 3 Wunden. Ich werde einfach mal rasten. Ihr könnt nicht rasten, wenn Feinde in Sicht sind. Das ist kein Problem. Da können wir ein bisschen außer Sicht gehen. Und jetzt rasten. So, nur noch 6 Tage bis Kyros Tag der Schwerter. So, Feinde gesichtet. Gut, dieses Mal sollte es eigentlich besser klappen. As you command. Will do. I got it. Another battle. So. I'm starting to think we're bad at making friends. Gut, das hat schon mal offensichtlich geklappt. Nehmen wir mal eine Gruppenfähigkeit, um den schnell auszuschalten. Will do. Du wirf den mal in ein schwarzes Loch. Du heilst mich. Ich heile mich am besten auch gleich mal selber. I'm injured. Und wir sind wieder verwundet. Okay. Der ist jetzt nur noch verletzt. Der ist schwer verletzt. Ah, die Sonnenwache da hinten macht Probleme. Und ich bin vergiftet. Es ist nicht gut, wenn sie alle auf mich losgehen. Das ist schon mal klar. Also sollte ich eigentlich ihn hier vorschicken, weil er mein Tank ist. Der kann dann nämlich auch die Gegner im Angriff binden. Erstmal rasten wieder.
Weil ich glaube, der Rast bringt uns einiges mit den ganzen Verwundungen. So. Dann buffen. I will aid you. Du deinen Buff. So. Und dann lockst du die mal an. Gut. Alle erstmal auf den einen. Wenn wir nämlich einen Gegner weniger haben, geht das schon mal leichter. Sehr schön. So, du aggro den mal. Oh. So viel zum Aggron. Gut, das heißt. Apologies, but I can't do that. Wir müssen den schnell loswerden, bevor er den Heiler killt. At once. Du solltest einen Stoß auf ihn machen. I'm not dead yet. This is useless. I should... Hat was abgeklingt? Ja. Dann wirfen wir noch einen Todesspeer auf ihn. Bei dir hat auch was abgeklungen. Du heil dich selber. Und wirf mal dem Fernkämpfer eine Feder entgegen. So. Du ein Eisstrahl. Du heil ihn mal. Und den Eisstrahl auf den Bogenschützen. So. Gut, wie viele Wunden hast du? Eine, das ist verträglich. So, zwei Gegner sind zum Plündern hier. Ein ruinierter Helm und ein ruinierter Falks. Bei dem und... Leichter Brossehelm der Vendrienwache. Der könnte geschickt sein. Gut, eine Wunde ist jetzt nicht weiter tragisch. On it. Oh, eine Falle. I got it. So, Falle ist entschärft. Time to lighten my step. Wir schleichen am besten erst einmal wieder und gucken mal nach Norden, ob da was ist, was uns in den Rücken fallen kann. Stern zeigt wichtige Charaktere. Okay. Ja, wir haben das Lager der Vendrienwache, also das Außenlager, hier einmal umgangen. Das heißt, ich mache wieder einen Quicksave. Und gucken wir mal, was Pedox Florian uns zu sagen hat. Spiel pausiert, was ist denn? Verstecktes Objekt entdeckt. Ah. Sigil des Frostfeuers. Das klingt schon mal praktisch.
So, das sind zwei Vendrien-Soldaten und er hier, also kann das nicht so schlimm sein, wenn sie uns angreifen. Pelox Florian, die Bauern des Oberherrn sind eingetroffen, hoch mit den Klingen. Das Schwert in der Hand und bereit zum Kampf, bellt der Hauptmann der Vendrien-Wache den Kriegern in seinem Lager Befehle zu. Pelox Florian, der eine angelaufene Bronzerüstung trägt und auf seinen Armen zahllose Namen hat, überragt seine Kameraden um Haupteshöhe. Lass alles fallen und flüchte, wenn dir dein Leben lieb ist, oder bleib stehen und stell dich dem Kampf. Diese Möglichkeit passt mir auch gut. Es schien mir nur unsportlich zu sein, sie zu erwähnen. Wenn du dich jetzt ergibst, kann ich die Leben deiner Krieger schützen. Ich habe meine schönste blaue Flagge im Lager zurückgelassen, aber ich würde mich trotzdem gerne mit dir unterhalten. Stirb, Altbrecher! Also er ist schon mal hochnäsig, aber vielleicht wollen sich seine Krieger dem Roten Chor anschließen. Also nehmen wir mal das Erste. Mich ergeben? Die und welche Armee? Wir sind dir zahlenmäßig überlegen. Du bist derjenige, der Interesse an der Vermeidung eines Kampfes haben sollte. Der Chor weiß, dass ich hier bin. Andere werden mir folgen. Ergib dich jetzt. Lügen. Wenn du dich ergibst, werden sie dich zu Lerats Stimmen bringen. Ein Giftdolch kann man ja leicht in einem Stiefel verstecken. Wenn du dich ergibst, kann ich für die Sicherheit deiner Leute garantieren. Ich kann an deine Gutmütigkeit appellieren. Wenn du jetzt wegrennst, werde ich den anderen sagen, dass du gestorben bist. Wenn ich es mir recht überlege, wäre es einfacher, wenn ich euch gleich alle erledige. Kann ich an deine Gutmütigkeit appellieren? Ungenügende Reputation. Genug mit den Lügen. Wenn uns der Schallerrote Chor will, dann soll er es doch versuchen. Jetzt! Der riesige Mann pfeift einen schrillen, anhaltenden Ton, der dir in den Ohren sticht und im östlichen Vorgebirge nachklingt. Seine Krieger fallen im geübten Einklang in das Signal ein, damit es alle in der Gegend hören können. Okay. Oh, von hinten kommt ein Grenzläufer und ein Bogenschütze. Ah, Grenzläufer, das ist nicht gut. Hätte ich kommen sehen müssen. Okay, neuer Versuch. Weil so umzingelt zu sein, ist nicht gut. Am besten ziehen wir uns erstmal hierher zurück. Also ja, er ist uns eins mit einem Mann in der Überzahl. Interesting. Tag. Kriegerschützen. Wenn du jetzt wegrennst, werde ich den anderen sagen, dass du gestorben bist. Der Chor weiß, dass ich hier bin. Andere werden mir folgen. Ergib dich jetzt. Also seid ihr nur das Begrüßungskomitee. Er schüttelt Stirn und den Kopf. In diesem Fall ist eine geboten. Okay, Zorn bei der Wache. Hinzugewonnen. I will aid you. Mhm. Gucken wir erstmal, dass wir den schwachen Bogenschützen ausschalten. Will do. Yes. Okay. Bogenschütze ist verletzt. Wir beide können jetzt mal einen Kompanie-Mehrfachangriff wagen. So, das hat sie ein bisschen geschwächt. Der Bogenschütze ist dem Tode nah. Du buff mal dich selber. On it.
Sonnenwache, Grenzläufer, wie sieht's mit den Lebenspunkten aus? Du heil dich mal selber. Du wirfst mal den Bogenschützen um. Okay, sie gehen alle auf den Heiler los. Jetzt gehen sie auf sie los. Und das ist nicht so schön. Ja, die Grenzläufer sind halt das Problem.